So, der Lauf bei den Frauen, gleiche Disziplin und von den Nationen her ähnlich besetzt. Spanien, Ukraine, Russland spielt eine große Rolle. Drei Ukrainerinnen, zwei Russinnen, zweimal Polen, Spanien. Eine Polin. Ja. Und es könnte spannend werden, denn die Quali-Zeiten, die liegen eng beieinander. Ja. Das Geschehen wird sicherlich wieder auf den mittleren Bahnen dominant sein. Vielleicht kann er die Polin da noch ein bisschen eingreifen in diese Phalanx, die da in der Mitte schwimmt. So, im Rennen danach haben wir zwei Deutsche. S7, 400 Meter, Graul. Die beiden haben das Feld eingerahmt mit Tobias Pollab und Ben Ciara. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Damen. Die Damen und ihr Lagenrennen. So, das Kraftraubendste kommt ja immer zuerst mit dem Butterfly, kann man das so sagen? Da kann man gleich mal ein paar Kohlen verschießen und verfeuern. Da kann man sich auch schon auspowern, aber das Kraftraubendste kommt, glaube ich, dann eher zum Vorletzt. Das ist, glaube ich, eher das Brustschwimmen. Ich glaube, wenn man auf den ersten 50 beim Schmetterling, beim Delfinschwimmen einfach eine gute Wellenbewegung einfach hat, dann ist das auch relativ entspannt. Das entspannt jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt. Aber wenn man da schon mal gut ins Rennen reinkommt, dann hilft das schon mal viel weiter. Und bei den Lagenstrecken ist es meist so, dass die Rennen gewonnen werden über die Bruststrecken. Und da kristallisiert sich dann meist raus, dass viele Lagenschwimmer auch gute Brustschwimmer sind. Oksana Savchenko und die Polin. Joanna Mendak sind vorne. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob sich bei der Brustdisziplin sich da noch was verändert. Jarina Matlow aus der 3 scheint eine gute Brustschwimmerin zu sein, die kann Boden bzw. Wasser gut machen. Ja. Und da sieht man dann schon, dass man beim Brustschwimmen sehr arg viel gewinnen kann, noch hinten raus. Ist jetzt die Frage, wie sie das jetzt auf den letzten 50 Metern Freistil hält. Weil da wird jetzt sicherlich nochmal ordentlich Gas gegeben. Da kommt es jetzt zum Kampf um Bronze, Gold und Silber ist vergeben. Ja. Und Oksana Savchenko gewinnt Gold, die Russin. Und die Ukrainerin. Nein, die Polin. Die Polin gewinnt Silber. Silber. Und die Spanierin gewinnt Bronze. Nee. Ist das so? Ja, die Spanierin. 35 und die Spanierin gewinnt Bronze. 40, 42, ja. Genau. Verhaltener Jubel irgendwie bisher. Sind die so platt oder? Ja, also 200 Lagen ist schon eine sehr, sehr anstrengende Strecke. Also das gibt jetzt nicht wirklich viel, was da noch drüber geht. Es sei denn länger, also 400 Lagen. Aber die werden bei uns ja nicht geschwommen. Ja, ist so ein kleiner Zehnkampf im Wasser, finde ich. Ja. So ein Kurzzehnkampf. Ja. Lane 1 representing Germany, Tobias Pollard.
Ja, Tobias Pollack, der blieb, ich will nicht sagen, unter seinen Möglichkeiten.